ein Volk. Es blickt hinab auf den blutroten Horizont der Halbinsel des Chaos. Huch. Chaos hält Einzug hier bei Let's Play Dawn of a Soulstorm. Wir sind hier in der letzten Mission in das Chaos, in der letzten Mission dieses Let's Plays, in der letzten Mission dieses Spiels. Und wir lecken bereits das Blut der Chaos-Hunde. Niemand wird uns aufhalten. Die Flammenwalzer. Die Flammenwalzer fordert ihren Tribut. Ich habe gerade irgendeinen Typ angerufen, den ich nicht kenne. Natürlich sofort unterdrückt. Das Let's Play hat immer Vorrang. Ich muss anschließend telefonieren. Ich weiß, was ich tun werde. Gut. Und damit. Es sind unsichtbare Hunde des Chaos. Ich finde das so cool, dass die Chaos Replacements sich einfach tarnen können, versteht ihr? Los, verbrennt sie. Zeigt euren Zorn. Mit was denn, mickrige Made? Mit was wollt ihr mich aufhalten? Cool ist auch das Zeichen des Condors hier im Boden gerammt wird. Ach, das weckt einfach Gefühle in mir. Hey, wenn ihr mir schon einen Schrein bauen wollt, dann... Nein. Ich meine, natürlich, wenn ich durch das Fenster rausblicke und sehe so eine riesengroße Statue von mir, dann freut das einfach mein tiefes Ego in mir, aber ich habe nicht viel dafür übrig, seht ihr? Vor allem, da ich viel lieber im Licht dargestellt werde als im Schatten. Bitte. Auch wenn ich das Böse immer mag. Einfach so ein kleiner Schabernack, weißt du? Wisst ihr? Hm, hier ist relativ viel los. Was ist denn da los, bloß? Los? Hm, bald nicht mehr viel. Na los, Schwestern, tobt euch aus. Die Kinder wollen mit euch spielen. Das brennt sehr. Mein Engel. Ist das nicht schön? Ich finde euch auch, oder? Weiter. Boom. Boom. Sie werden alle. Oh, das ist ja diese Dingsproduktion, oder? Diese Flugtypenproduktion. Die Chaos Clown. Geh mein Konfessus beim Sterben. Das ist aber uncool. Das ist mein Konfessor beim Sterben. Ja, egal. Das ist mir relativ egal in diesem Sinne. Solange mein Engel hier lebt. Und das Chaos läutert, wo immer es auch auftritt. Dann geht es mir gut. Geht es euch auch gut? Das hoffe ich doch. Hier bei unserer kleinen Party. Hier geht es dann um 3. Zerstört sie. Auch wenn dieser Konfessor immer noch beim Sterben ist. Das mag ich nicht. Verzieh dich. So. Hm. Die Seraphim. Ist das nicht? Gegen Flieger setzen. Toll. Was ist das? Toll, ein Massengerammel. Das ist zwischen diese K-Box sterben. Auch wenn die im Nahkampf relativ wenig ausrichten können. Vernichtet sie! Sie bedrohen das Gefüge des Imperators. Das Gefüge des Imperators? Was ist das Gefüge?
einen Clown vielleicht. Schön. Kommt man im Grunde fast überhaupt nicht umher. Ich meine, ja, wenn man im Kreis geht, was logischerweise die Schlussfolgerung wäre, dann muss man ja da durch. Auch wenn meine Verluste gerade etwas mehr werden, als ich will. Was sind die? Ah, die einzige Standartenträgerin, die mich überlebt. Cool. Du verfluchter Space Marine. Eine Schwester von mir getötet. Das wirst du bereuen. So wie jeder deiner verfluchten Hunde von Brüder. Sie werden es alle bereuen. Aus. Die Maus. Geläutert. Geketzert. Gefriedomt. Ja, dann zerschmetter mal schön. Liebe kleiner Engel-Typ. Frau. Was ist das? Hier wird geballert. Nicht mehr lange. Das kann ich versprechen. Seht, wie sie fallen. Keine Chance gegen meine Flammenwand. Feuer, wohin man auch blickt. Auch wenn ihr euch etwas mehr auf mich zukommt, da es gibt noch ein paar von diesen Lagern hier. Man sieht diese Leichenberge. Erfüllt euch das nicht mit einer tiefen inneren Zufriedenheit? Folgt ihrem Licht. Das Zeichen des Sieges. Tja. Hier haben wir dann irgendwo den nächsten Shrine. Das geht dann auch relativ flott. Schweine. Okay. Und Feuer! Brennt sie ab. Na los, brennt sie ab. Und boom. Weg. Und weg. Cooles Loch. Was will der von mir? Ja, dann zeig deine Macht und hör auf, dich wegzuteleportieren, du Sau. Der Typ hat sich feige aus dem Staub gemacht. Das kann ich nicht akzeptieren. Könnt ihr das akzeptieren? Ich nicht. Was ist denn für Raveus? Na, wie kann der Typ nur für Raveus heißen? Egal. Was ist? Warum verzweifelst du? Du hast ja noch eine Chance. Du darfst nur nicht aufgeben. Oder hat dich etwa der Geist des Imperators verlassen? Ah. Du hast ja nicht einmal einen Imperator, den du anbeten kannst. Schade. Man lasst das jetzt mal außer Acht, dass er die Chaosgötter hat. Die viel cooler sind als der Imperator, aber Mensch, mir Wurst. Kleine Tippe. Du bist relativ schwach. Aber Mensch. Jedes Opfer hat ihren Preis. Offenbar hat auch jedes Opfer seinen Sinn. Wo ist dieser Shrine? Da ist dieser Shrine. Komme ich da rein? Toll. Da ist doch relativ viel vom Chaos übrig. Mal sehen. Ich schaue rein. Ja, von denen sind hier genügend da. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kills die Engel schon hatten.
da töten. Und die sind relativ stark mit ihren ganzen Plasmawaffen. Die haben etwas gegen mich. Die können sie nicht bestehen. Niemand kann bestehen. Denn die heiligen Schwestern sind zu stark. Dann zerstören wir hier mal dieses Supportlager. Oder was auch immer das sein müsste. Im Grunde eine Kaserne oder irgendein Fahrzeugproduktionslager. Ah, seht ihr? Ein Hinterhalt war's. Keine Chance im Grunde. Oh, das war ein Emulator. Ich denke, sie haben eine Chance. Okay. So. Hier die bösen Horrors. Wow. Wird gerade relativ viel rot, fällt mir gerade auf. Aber egal, ich bin generell nicht weit weg. Kann ich mich noch vor diesem letzten Angriff hier rauf Wappen rüsten, nachchecken. Bevor wir dann in der nächsten Mission das alles erledigen werden. Tja. Wenn der mit allen angreifen muss, was er hat. Und dann immer noch nur ein Leichenberg zurückbleibt. Tja. Das sagt viel aus. Das reinste Licht. Das Licht des Imperators. Gut. Hier zur Kreuzung. Brav. So, etwas Verstärkung. Zack, 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 zack. Schön brav. Alles schön nachrüsten, ne? Du, das ist ein Trupp hier. Meine super Repenzes sind auch gestorben. Gehst du hier hin? So. Halt das nachgraden. Natürlich wieder alles schön nachrüsten, alles schön upgraden, dass wir wieder zu voller Stärke gelangen. Disziplin und Hingabe wanken unsere Ränge. So, gut, brav. Nun, hier, weiter, angreif. Wir sind doch nicht fertig, Schwestern. Noch bekommt ihr kein Eis von mir geschenkt. Danach gehe ich nämlich mit meinen kleinen Schwestern hier Eis essen, habe ich ihnen versprochen. Das ist eine wundervolle Eisdiele in der Nähe von Innsbruck. Ja, in Innsbruck gibt es sicher auch ein paar gute Eisdiele. Mal sehen. Ja, sicher gibt es Innsbruck Eisdiele. Aber in Innsbruck gibt es definitiv andere Sachen, die man ansehen sollte. Nicht nur Eisdiele. Aber wie dem auch sei. Wir sind hier nicht da, um über Tourismus zu sprechen, verdammt! Genau, wir reden über Korruption am Arbeitsplatz. Tja, eine Grundvoraussetzung für Politiker, Korruption. Mhm. Das mich so grenzenlos aufregt, Politiker heutzutage. Naja. Na los, geht sterben. Der letzte Schwein. Wird fallen. Das Zeichen ist kaum schön. Angel, los, verbrennen. Ihr werdet bezahlen dafür, dass ihr meine Schreine niederreißt. Der Schleier ist gelüftet. Seht, seht die Armee, die ich habe. Ihr habt unseren Zorn verdient. Wir werden euer Blut vergießen! Diese winzig kleine Basis hält sich noch gegen mich. Was ist das?
Das sieht aus wie ein Chaos Hexer. So. Ich habe eine gewaltig große Armee. Nein! Erst in der nächsten Folge werde ich diesen schönen Angriff starten. Mal sehen, was herauskommen wird. In der nächsten, in der letzten Folge von Let's Play Dawn of War Soulstorm. Ich freue mich und sage Tschüss. Man sieht sich.